Unser Denken entsteht im Gehirn. Es entsteht durch die gemeinsame Aktivität von Milliarden von Nervenzellen. Wie diese Aktivität letztendlich unser Denken erzeugt, das ist die zentrale Frage, die ich beantworten möchte. Wir untersuchen sehr gerne Tauben, weil diese Tiere so schnell lernen, sich an so wahnsinnig viele Dinge erinnern können und dabei so komplexe Denkleistungen produzieren. Das Gehirn und das Denken, das im Gehirn entsteht, hat eine evolutionäre Geschichte. Ich versuche, diese evolutionäre Geschichte zu rekonstruieren. Forschung macht einen wahnsinnigen Spaß. Und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nie etwas anderes getan, als zu forschen und über Forschung nachzudenken. Diesen Spaß versuche ich zu leben und auch meinen Mitarbeitern zu vermitteln.